Ja, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Dieter. Ich melde mich heute wieder mit einem Jurassic World Alive Video. Und zwar wollte ich heute einfach mal gucken, quasi in Berlin unterwegs. Ich wollte einfach mal gucken, was für Dinosaurier zum Beispiel in Berlin unterwegs sind. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Ich werde jetzt einfach mal Jurassic World Alive starten. Und dann gucken wir mal, was uns in Berlin erwartet, was da so für Dinos rumstehen. Und ja, gucken wir mal. Weil ich brauche auf jeden Fall noch so ein bisschen was an DNA-Material von einigen Dinos, damit ich die entweder freischalten kann oder weiterentwickeln kann. Ansonsten brauche ich irgendwann in der Arena nicht weitermachen, weil es gibt so einen Punkt, bis dahin kannst du kommen und dann ist aber auch Feierabend, weil dann dein Gegner wahrscheinlich Dinos hat, die 3-4 Level über dir sind und da hast du gar keine Chance. Ferner, ach ja, wir haben ja immer noch diesen Event. 7 Tage, so, was hatten wir denn jetzt? Das hatten wir. Was hatten wir gestern? Ich weiß gar nicht, welcher Dino das gestern war. Auf jeden Fall läuft das jetzt schon 3 oder 4 Tage. Das heißt, wir haben noch 2-3 Tage. Und ja, schauen wir mal. So, ich kann hier erstmal wieder Geschenke einsammeln. Einmal den normalen Brutkasten, den man sowieso bekommt als Geschenk. Da wollen wir mal reingucken. Auf jeden Fall Dollars. Ja, ich bin über 300 Dollar. Dann, ja, das Normale, was man immer so kriegt. Ich würde ja auch gern mal andere Brutkästen nehmen. Aber wenn ich mir angucke, was die so an Dollars kosten. Nein, ich habe nur 302 Dollar. Und ich sehe nicht ein, dass ich mir hier für 55 Euro 7000 von diesen Dollars holen soll. Überleg mal, 55 Euro. Das ist krasse Ansage. Da spiele ich 3 Monate WoW für. Und habe mehr Spielspaß, als wenn ich irgendwelche Dinos hier DNA abknappe. Und wenn du mehr Dollar haben willst, dann musst du 15.000 berappen. Irgendwann werde ich wahrscheinlich nicht mehr drum rumkommen, auch Geld investieren zu müssen, wenn ich das mal weitermachen will. Aber das steht noch in den Sternen, weil ich sehe irgendwie nicht ein, dass ich da so viel Geld für investiere, um Dinos zu entwickeln, wenn ich dadurch keinen Nutzen habe. Und den sehe ich im Moment noch nicht, diesen Nutzen. Genauso wie ich auch nicht den Nutzen dafür sehe, als VIP beizutreten. Denn als VIP habe ich 9,49 Euro, die ich bezahlen muss und das jeden Monat. Das einmal kurz dazu. Jetzt hole ich mir noch den von der Arena. Gucken wir mal, was drin ist. Jo, 266 Goldstücke, das ist okay. Die Pfeile, das ist Tünnef, die kriege ich auch so. Okay. Da war jetzt nichts bei. Ich aktiviere jetzt mal den 15 Minuten, der ist am schnellsten vorbei. Und dann gucken wir mal. So. Ja, so sieht Berlin aus. Virtuell. Auf Jurassic World Alive. Pokémon Go würde es genauso aussehen. Wir gucken, ich zeige euch mal wo. Und zwar in Neukölln. Ihr seht das hier. In Neukölln bin ich gerade. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal los. Ach so, ich wollte ja mal gucken, welchen Dino wir haben. So, gucken wir mal bei den grünen Ding hier, ob da schon ein Dino steht. Hier steht noch kein Dino. Den brauche ich auch momentan nicht so sehr. Ein Raptor. Das sieht nach einem Raptor aus. Was haben wir denn da? Auch ein Allosaurus und auch noch gewöhnlich. Egal, ich mache die ganzen 12 Versuche, werde ich so oder so machen. Jetzt nicht unbedingt mit euch, weil das würde euch wahrscheinlich langweilen.
Ich mache jetzt mal einen mit euch zusammen. Der war gut. Na, nicht so schnell. Das ist immer doof, wenn man die Drohne so ein bisschen zu schnell bewegt, dann fängst du die immer ganz schlecht. Obwohl es eigentlich geht. Naja gut, 59. Ich komme damit jetzt klar. Ich kann ja noch 12 Mal. Da kriege ich noch ein bisschen DNA von dem. Ist nichts Besonderes, der Saurier. Der Allosaurus. Aber ich kann hinterher wahrscheinlich mit dem Allosaurus ein Hybrid erstellen. Ich muss auch mal gucken, wo ist denn dieser Mist? Bock, Allosaurus, Allosaurus. Wo habe ich dich denn? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der aussah. War der das? Ja, da haben wir doch den Allosaurus. Ich meine nicht Hybrid, ja doch, Hybrid. Also die Kreuzung. Ich bin jetzt auf Level 6 mit dem Allosaurus. Und jetzt gucken wir mal, welchen Level... Oh, wir brauchen Level 15. Das wird teuer. Aber dieser Dino, der da rauskommt, dieser Allosinosaurus, ist natürlich genial. Ne? Ist ein schönes Ding. Entschuldigung. Ich denke mal, der macht auch Aua. Den brauche ich nicht. Jetzt gucke ich mal eine Runde, ob hier irgendwo was gelb schimmert oder so. Schimmert nichts gelb. Da auch nicht. Was haben wir denn da? Ach, das ist auch der Allosaurus. Es sei noch dazu gesagt, also wenn so ein Event stattfindet und diese grünen Dinger da sind, dreht. Leute, dreht, was das Zeug hergibt. Denn ihr bekommt dreimal Sachen und nicht zweimal Sachen wie bei den normalen Stops. Ihr könnt da auch, ich glaube, bis zu 20 Dollar kriegen. Also jeweils einmal 10 quasi und dann nochmal 10. Goldstücke könnt ihr natürlich hier sehr, sehr viel kriegen. Mehr als bei den normalen Stops. Und ja. Ne, ich fange den jetzt nicht. Ich kann das nachher immer noch machen. Ich habe ja 9 Stunden Zeit dafür. Ich wollte jetzt einfach mal mit euch gucken, ob hier irgendwas Interessantes ist. Jedes Mal, wenn ich dieses Geräusch höre, dann weiß ich, dass irgendwo Dinos sind. Hier ist jetzt nichts. Dann wandern wir mal weiter. Ah, ihr seht schon, ich bewege mich eigentlich viel zu schnell, um im Auto zu sitzen oder zu Fuß durch Neukölln zu gehen. Mache ich auch nicht. Also ganz ehrlich, ich sitze zu Hause an meinem Rechner. Denn man kann es auch über einen Android-Emulator spielen. Was liegt da nahe, als den Nox-Player zu nehmen? Das ist doch klar. Und das mache ich auch. Ich werde das aber nicht in den Titel reinschreiben, denn der Feind hört Bit. Und ich möchte ja nicht, dass das so schnell gepatcht wird. Ich möchte da noch ein bisschen was von haben. Weil sonst wüsste ich nicht, warum ich das Spiel weiterspielen soll. Ich sehe es nicht ein, dass ich wie so ein Geisteskranker draußen mit meinem Handy in der Hand rumlaufe und irgendwelche Dinos jage. Ich habe das mit Pokémon Go gemacht und ich kann euch sagen, am Anfang war es auch echt lustig. Am Anfang sind sie ja alle losgezogen, Kumpels, Kollegen, was weiß ich nicht, wenn du dich da irgendwo getroffen hast, wo mehrere Pokestops aufeinander waren, waren auch ständig irgendwelche Lockmodule drin, also es war schon recht interessant. Warum ich jetzt zum Beispiel zu Jurassic World Alive gewechselt bin, ist, weil es vom Spielprinzip her ungefähr dasselbe ist und weil ich halt ausprobiert habe, ob das mit dem Nox-Player geht und es läuft mit dem Nox-Player und da habe ich mir gedacht, okay, dann zocke ich das mal ein bisschen. Vielleicht finde ich ja was raus, was andere noch nicht rausgefunden haben. Also bisher ist es mir noch nicht gelungen. Aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, falls ich noch irgendwas Neues rausfinde.
Ich will euch auch jetzt nicht unbedingt weiter löchern. Ich werde auch noch in demnächst ein anderes Video machen, wie das ist mit dem Entwickeln, worauf ich am besten achten sollte, wenn ich entwickle, dass ich auch in der Arena bestehen kann. Solange ich jetzt noch nicht unter den High-Leveln bin. Wenn ich jetzt unter den High-Leveln bin, wo ich meine 22er, 23er Level Dinos habe, geht's auch ein bisschen besser. Ihr seht es ja hier, ich habe 2326 Arena-Punkte. Der beste liegt zurzeit bei 3731. Die Differenz ist nicht groß. Das sind 1400 Arena-Punkte. Und 1400 Arena-Punkte, also ich spiele das Spiel jetzt, boah, weiß ich gar nicht, 2 Wochen oder so. Kann man das irgendwo sehen? Nee, leider nicht. Schade. Das hätte mich jetzt mal interessiert, ob ich das hätte hier sehen können. Ich könnte ja Musik ausmachen, ne? Das ist ja Blödsinn. Nein, haben wir nicht. Okay. Auch nicht schlimm. Leben wir mit. Ja, das dazu. Ihr dürft mir gerne einen Kommentar da lassen. Ne? Ihr dürft mir auch gerne ein Like da lassen. Und Leute, ich akzeptiere auch Dislikes. Habe ich kein Problem mit. Über ein Abo würde ich mich sowieso freuen. Da freut sich jeder YouTuber drüber. Und der Vorteil ist, ein Abo kostet euch nichts. Ihr zahlt dafür keinen Cent. Ihr habt auch gar keinen Nachteil, wenn ihr mich abonniert. Ganz im Gegenteil. Wenn dann irgendwann mal wieder was kommt, was euch interessiert, dann habt ihr das gleich auf dem Schirm, weil ihr mich ja abonniert habt. Ihr könnt auch gern die Glocke aktivieren, gar kein Thema. Und ich würde sagen, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ach nee, was ich noch anmerken wollte. Entschuldigung, was ich noch anmerken wollte. Ihr dürft mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob euch das so gefällt, dass ich jetzt momentan auch Jurassic World Alive spiele und darüber auch Videos mache, oder ob ich lieber wieder meine anderen Sachen machen soll. Wäre nett, wenn ihr mir das in den Kommentaren mal ein bisschen schreiben könnt. Bei Magic Music Maker habe ich gerade wieder mal ein Blackout. Manchmal habe ich so eine Phase, dann denke ich mir, oh scheiße, mach mal Magic Music Maker an. Ich habe Bock, was zu machen. Dann mache ich, und ich hoffe, dass ich in der Zeit das Musikstück dann auch fertig kriege, weil manchmal ist es so, wenn ich es nicht fertig kriege und ich höre auf mit dem Programm, dann dauert das Ewigkeiten, bis ich auch wieder weitermache. Entschuldigung. Ist jetzt nicht schlimm. Ich komme damit klar. Ich weiß aber nicht, ob ihr damit klarkommt. Aber ich habe auch in meinen ersten Videos schon gesagt, ich mache halt das, was mir gefällt. Ich möchte ungezwungen meine Videos produzieren. Ich möchte ungezwungen YouTube machen und nicht im Oberstübchen haben jetzt, oh scheiße, ich muss ja unbedingt jetzt noch ein Video machen, damit ich das morgen online machen kann, damit meine Community das hat. Deswegen mache ich verschiedene Videos. Deswegen mache ich auch Videos, wie sie mir gefallen und wie ich Spaß dran habe, damit ich nicht diesen Zwang in den Videos habe. Weil ich denke mal, auch das merkt man, es sei denn, man ist jetzt ein guter Schauspieler wie einige andere YouTuber. Ich kann das, glaube ich, nicht. Ich bin nicht so ein guter Schauspieler. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich möchte das so weiter behalten, wie ich das handhabe. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich werde auch noch ganz, ganz andere Videos wahrscheinlich machen. Vielleicht mache ich ja auch mal ein Video, mein Einkauf von, ja, Grüße gehen raus an Tanzverbot. Das ist nicht dein Titel. Du hast den zwar öfter benutzt, aber dein Titel ist es nicht. Also, ne? Und ja, da würde ich mal sagen, lasst ein Abo da. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Ciao, euer Dieter.